Ja, weiter geht's heute mit Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und wenn ich ehrlich bin, ich mache heute doch noch nicht die Arena. Das ist mir noch zu heiß, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wenn ich so ein Originalspieler ein bisschen Level 21er Pokémon, das wird für uns definitiv nicht machbar sein. Deswegen gehen wir auch erstmal hier oben weiter. Ha! Ich muss dich beruhigen. Okay. Na gut, dann machen wir es doch. Dann machen wir es doch weiter. Pokémon-Trainer Jan fordert uns heraus. Er fängt an mit einem Topsy. Und das ist genau das Richtige für unser kleines Pikachu. Donnerschock. So. Und weg. Ist dieses Taubsi? Lurana reicht Level 15. Nicht die rechte Hand, nein, auch noch nicht. Und nächste Pokémon ist ein Lyrapla. Das Schnabel, mein Guter. Und nochmal Schnabel. Vielleicht bei Säure, okay. Und tschüss. Doch, Pikachu hast du. Ah, stimmt, du hast damit. Ja, gut, du hast das gegen Pokémon erwähnt. Und dann geht's weiter mit Kopfnuss. Oh ja, setzt erstmal seinen Donnerschock ein. Und nochmal. Sein Flugpferd steigt aber. Die Kopfnuss kannst du nicht ausweichen. Fast sogar das komplette Pokémon down. Ich hoffe, dass ich jetzt noch angreifen darf. Ja. Und tschüss. Und da war der gute Jan nicht das Problem. Ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt. Ja, also wirklich. Es tut mir leid, dass ich ausgeflippt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl, aber da hinten wohnt ein sehr bekannter Pokémoniac. Habe ich mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Da habe ich ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Aber als ich dort angekommen bin, das halte ich bitte fest. Da war Bill, der Pokémoniac gar nicht da. Stattdessen stand ich plötzlich vor einem Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Uff, ich denke, läuft es mir eiskalt im Rücken runter. Hat ich am besten von seinem Haus fern, Kev. Ich werde zumindest mit einem großen Bogen mal drum machen. So. Okay, dann geht's jetzt hier los mit dem nächsten Teil. Und zwar, wir sind auf Route 24, sprich die Nuggetbrücke heißt diese Brücke. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, hast du einen super tollen Preis. Aber das musst du erstmal schaffen. Ja, und den Teil machen wir nämlich heute. Wir werden uns heute die Nuggetbrücke machen und dann geht's weiter mit der nächsten Route dann in der nächsten Folge. Also bis morgen. Dann wie immer um 18 Uhr. Ihr kennt das ja, wie immer, täglich 18 Uhr Pokémon. Voller Lotto auf meinem Kanal. Und danach sind wir auch durch mit Pokémon, bis das nächste DLC rauskommt, das dann im November hoffentlich rauskommt. Dann geht es nämlich weiter mit Pokémon Schild und dem DLC Nummer Teil 2. Die Rüstungsinsel haben wir ja durch, aber den zweiten Teil, der fehlt uns ja noch. So, jetzt sind wir erstmal verwirrt. Nochmal. Komm. Jawohl, Pikachu, gut gemacht. Wir kommen nicht um die Dings rum. Aber wir brauchen es nicht. Wir haben es geschafft. Wir sind einmal um die Verwirrung rumgekommen.
Und dann wird uns dieses Blutzug geopfert. Jawohl. So, der Käfer Sommer ist durch. Wow, du bist so gut. Er ist besiegt zumindest. Dann geht es jetzt weiter mit der nächsten jungen Dame. Ich bin Nummer 2, jetzt wird Simmons ernst. So, gehöre Laura mit einem weiteren Pokémon. Und diesmal ist es ein Pokémon, was uns doch eher so ein bisschen leichter fallen dürfte, nämlich ein Anton. Einmal Donnerschock. So. Aber ich glaube, ich behalte Pikachu im Team. Weil Pikachu, wir haben ja damals Pikachu gehabt, wir haben jetzt Raichu. Ja, ich behalte Pikachu im Team. Komm, ist okay. Ja, ich finde Raichu ganz cool. Raichu gehört eines meiner Lieblings-Pokémon. Mein anderes Lieblings-Pokémon werden wir uns dann tatsächlich auch noch mit ins Team nehmen. Aber das dauert noch einen Moment. Ich bin die Nummer 3. Mich tust du so leicht nicht besiegen. Knopf's Frieda. Sandan. Okay, das Sandan ist definitiv unser Pikachu wahrscheinlich schwierig zu besiegen. Ich habe ja so ein bisschen mein Gruppen im Team im Kopf und zwei weitere Pokémon habe ich noch im Kopf. Ich weiß noch nicht, was ich als letztes noch nehmen werde. So, okay. Doppelkick. Hast du mal auf, jetzt irgendwie sowas zu machen? So, nochmal ein Doppelkick. Ja, leider nicht ganz. Jetzt fehlt halt unsere Genauigkeit, damit wir gar nicht mehr angreifen können. Komm, jetzt reicht es hoffentlich. Jawohl. Und tschüss, kleines Sandan. Ah, ich kann nicht mehr. Und es fehlen jetzt ja auch zwei Trainer, drei Trainer sogar. Ich bin die Nummer 4. Na, bist du langsam müde? Gyre Elena. Hotzi. Ich bereue jetzt gerade, dass ich wegen ganz normalen Pokémon, also Pikachu, den Doppelkick nicht beigebracht habe. Das war ich gerade schon mal zurück. Und setzt ein Nidoran ein. Das Nidoran steht, glaube ich, auch vor der Entwicklung gerade kurz. Also nicht mehr so viel. Jawohl, damit ist Mauti auch schon down. So. Jetzt hast du mich auch besiegt. So, dann gucken wir mal weiter. Da, weiter trinke. Ich muss mein Tier mal hoch wieder. Da komm mit hoch rein. Ja, wie gesagt, ich habe mich entschieden. Das Pikachu im Team. Ich habe Bock. Ist mir lieber eigentlich, wenn ich ehrlich bin. So, nächster Trainer. Ich bin Nummer 5. Ich mach dich platt. So, oder? War vielleicht ein bisschen ernst gesprochen. Wahrscheinlich Mädel. Ne, Matteo. Ja, der ist bestimmt hoch. Fukano! Komm da. Doppel-Donnerschock. Aua!
Hörst du mal auf jetzt mit so einer Kacke? Ja, natürlich. Aua. Das kriegst du ja von mir auch noch eine Kopfnuss hinterher. Ja, komm, kriegst du noch einen und dann ist gut. Und das Vulcano geht auch baden. Da ist ganz schön was auf dem Kasten. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Hier, dieser Preis ist für dich. Übrigens, das fällt unter uns. Möchtest du nicht dem Rocket beitreten? Und du? Wir von dem Rocket benutzen Pokémon dazu, unsere finsteren Pläne zu verwirklichen. Bist du dabei? Du bist dabei, ne? Jetzt mach schon mit. Mach mit, habe ich gesagt. Seltsam. Du siehst aus, als wolltest du dieses großartige Angebot ausschlagen. Tja, dann muss ich wohl ein wenig mehr Überzeugungsarbeit leisten. So. Zubat. Zubat und Rettern hat er oder so, wenn ich es richtig im Kopf hat, dann noch. Die Scheiß verbrennen, ne? Kann ich sagen. So, zu weit. Geht zumindest von uns erstmal einen Donnerschock drauf. So, dann ist es jetzt auch Geschichte. So, ich glaube, es sollte das letzte Rettern sein. Ne, Smogon ist es. Ich bleib bei Nidoran. Mir ist die Kopfnuss gerade irgendwie ein bisschen lieber. So. So, Kopfnuss. Smogon schreckt zurück. Und nochmal. Komm, das Ganze jetzt bitte nochmal. Na, nicht ganz. Jetzt ist aber Smogon. Smogon bringt ja. Weiß ich gar nicht, weil ich habe ein Gift-Pokémon. So. Und dann haben wir das gute Smogon besiegt. Ach, du bist wirklich gut. So, dann mit deinem Können hättest du eine glänzende Karriere bei Team Rocket vor dir. Welch eine Verschwendung von Talent. So, und jetzt haben wir noch hier diesen Trainer. Ich glaube, der wird uns das Kommando noch nicht geben. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Es tut mir auch total leid, dass dieses Kommando immer noch so schwach ist. Ich würde es gerne einem richtigen, fähigen Trainer übergeben, der es richtig trainiert. Also ich habe 50 Pokémon gefangen. Du musst schon mindestens so viele fangen, wie soll ich. Jetzt verdienst du mein Kommando nicht. Na gut, dann halt nicht. Dann machen wir trotzdem einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Ich habe ja gesagt, wir machen heute die Nagelbrücke zumindest. Dann haben wir ein bisschen kurzer mehr. Vorletzte Folge schon so lange gemacht mit dem Mondberg. Und ich versuche mich mal raus schlau zu machen, wo es den Mondstein gibt, damit ich mal Nidoran irgendwann mal entwickeln kann. Ja, und dann sehen wir uns wieder bei Pokémon Let's Go Evoli. Und dann geht's weiter über die Route 24, wenn ich so richtig auf dem Schirm habe, oder 25. Und da haben wir auch einiges noch vor uns. Und am Ende schauen wir uns ja mal das Haus von diesem komischen Pokémon-Maniac an. Ne? Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli.